Willkommen zu Plenum TV, eine Sondersendung zum Jahresabschluss. Dazu habe ich zwei hochkarätige Gäste eingeladen. Ich beginne zu meiner Rechten, Frau Ruth Müller. Sie sind neu im Parlament seit einigen Tagen. Sie sind geboren in Pfeffenhausen? Richtig, in der Hollert. Nein, nicht in Pfeffenhausen. Ich wohne in Pfeffenhausen. Geboren bin ich hier in München. Eine Münchnerin? Genau, eigentlich eine Münchnerin und habe mich da noch Niederbayern verschlagen. Kreisvorsitzende Landshut der SPD? Richtig. Jawohl, jetzt auch viel unterwegs bei Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl. Bedanke mich fürs Dasein. Ja. Zu meiner Linken, für Sie natürlich rechts außen, Erwin Huber. Das ganze Gegenteil, gefühlte 30 Landtagsjahre, 35 genauer gesagt. Ja. Gebürtiger Niederbayer mit Leib und Seele aus Reisbach. Ja. Und wir reden über den ländlichen Raum. Am Beispiel Landshut mag man sich fragen, das war ja mal eine Weltstadt. Was hat das jetzt mit Problemen im ländlichen Raum zu tun? Und doch gibt es welche und die wollen wir ergründen. Wie stellt sich denn die Region Landshut dar? Wirtschaftlich lebt man von der Automobilindustrie. Wie würden Sie dieses Sky beschreiben? Ja gut, Landshut gehört ja zur Metropolregion München, hat durch die Flughafennähe und durch die Isar-Schiene, die Autobahn A92, eine gute Infrastruktur, hat durch BMW, aber auch viele Mittelständler, Handwerk, eine sehr starke Landwirtschaft. Also wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt und sind bei der Arbeitslosigkeit bei 2-3%. Das heißt, wir haben Vollbeschäftigung und die Region ist gut im Lauf und hat gute Chancen. Das spricht sich für einen Wirtschaftsfachmann natürlich besonders gerne so aus. Ja, also ich glaube schon, dass wir heute zu den stärksten Regionen in ganz Deutschland gehören. Wir sind jedenfalls Niederbayern, der Regierungsbezirk in Bayern mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Das traut man uns ja immer nicht zu, aber wir sind ja besser als Oberbayern und Schwaben und die anderen sowieso. Das heißt, Niederbayern ist Nummer 1 auf dem Arbeitsmarkt in Bayern. Schaut, dass der Wahlkampf schon vorbei ist. So. Und trotzdem muss man da mal ein bisschen nachfragen. In Landshut gibt es eine Armutskonferenz. Richtig. Das passt so gar nicht in dieses Bild. Genau. Das ist eigentlich ein schwieriges Spannungsfeld, weil es auf der einen Seite Menschen gibt, die ein sehr hohes Einkommen haben. Wir sind, wie der Herr Huber ja richtig gesagt hat, ein wirtschaftlich starker Landkreis oder eine wirtschaftlich starke Region. Wir haben Zuzug, aber wir haben einfach auch wirklich sehr viele Menschen, die ja ein sehr niedriges Einkommen haben. Und wir haben auch im Landkreis Landshut drei Tafeln, also in Stadt und Landkreis Landshut gibt es drei Tafeln, die halt von sozialen Einrichtungen betrieben werden. Und das zeugt dann durchaus auch davon, dass eben nicht allen Menschen so gut geht, dass halt nicht alle von diesem wirtschaftlichen Erfolg Teilhabe haben. Die Kommunen selber stehen mit dem Rücken zur Wand. Viele in Bayern werden zwangsverwaltet. Ist denn da eine Lösung, dieses berühmte Private-Public-Partnership? Da halte jetzt ich persönlich nicht viel davon, weil das sind Investitionen, die auf fremde Schultern verlagert werden und die dann die künftigen Generationen wieder einholen. Ich denke, es ist wirklich wichtiger, vorausschauende Haushaltspolitik zu machen. Aber was halt eben auch ganz wichtig ist, die Kaufkraft und die Einkommen der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Und was mit dazu beiträgt, dass sich die Schere auch ein bisschen auseinanderentwickelt. Also bei mir in der Region ist das ein ganz deutliches Beispiel. Wir haben viele kleinere Gemeinden, wo von Abwanderung und Bevölkerungsrückgang betroffen sind. Auf der anderen Seite haben wir die Stadt Landshut, die großen Zuzug hat und dadurch bedingt aber auch steigende Mieten. Und die können sich auch die Leute nicht mehr leisten. Also auf dem Land stehen Wohnungen und Häuser leer, also der Immobilienwert sinkt. Und in der Stadt ist das andere Problem da, dass sich die Menschen die Mieten nicht mehr leisten können. Und das ist eine Diskrepanz, da muss man halt einfach auch gegensteuern. Welche Rezepte gibt es dagegen? Ich dachte immer nur, das sei ein Münchner Problem, vielleicht noch Nürnberg, aber diese Urbanisierung. Ja, wobei es gibt natürlich diese Erscheinung, ja. Wobei sich das in Niederbayern oder gerade in der Region Landshut nicht so dramatisch darstellt. Es gibt natürlich immer wieder Häuser in den Dörfern, die also nicht mehr bewohnt werden, aber einen massiven Zuzug nach Landshut in der Form gibt es eigentlich nicht. Vor allem gibt es Gott sei Dank viele Pendler,
die heute in Landshut-Dingolfing arbeiten. BMW unterhält ja ein Bussystem mit 350 Bussen jeden Tag und die holen ja die Leute eigentlich in den Dörfern ab. Ist ein sehr gutes System. Insgesamt, glaube ich, wird eine gewisse Distanz heute als Pendlerei durchaus für zumutbar gehalten. Und dann haben wir eigentlich eine fast ideale Konstellation. Man wohnt im Dorf, auch in der dörflichen Gemeinschaft mit der Nähe der Menschen, arbeitet vielleicht in der nahegelegenen Fabrik oder Stadt. Also so gesehen haben wir relativ stabile soziale Verhältnisse, im Übrigen auch leistungsfähige Kommunen. Also zwangsverwaltete Kommunen gibt es vielleicht in Nordrhein-Westfalen oder irgendwo im Osten, aber in Bayern nicht. Und gerade unser Raum hat heute auch durch die Steuereinnahmen sehr leistungsfähige Kommunen. Landshut hat ein bisschen Probleme, die Stadt kommt aber natürlich auch durch eine Rieseninvestition in der Vergangenheit, durch den Tunnelbau mit 100 Millionen, da trägt man natürlich längere Zeit dran. Aber wenn ich jetzt sehe, Stadt und Landkreis Landshut bauen zusammen eine Berufsschule, die irgendwo bei 80 Millionen liegt oder sogar noch 100, ja, der Landkreis Landshut hat gerade ein Gymnasium gebaut, das gerade eingeweiht worden ist in Ergolding. Und die Kommunen haben mit Kita-Ausbau, mit einem vernünftigen Straßenbau, also glaube ich, in den letzten Jahren Enormes geleistet. Wir haben wirklich leistungsfähige Kommunen. Leute, die Schwierigkeiten haben, gibt es immer, will ich gar nicht bestreiten. Aber auch der Sozialstaat funktioniert. Auch in der Fläche. Nun ist ja Landshut nicht nur BMW und Zulieferindustrie und Papierfabrik. Im Gai, wie ist denn draußen die Fläche und wie geht es den Leuten, die nicht bei den großen Namen Arbeit finden? Schauen wir mal den Landkreis Landshut an. Der Landkreis Landshut, also ohne Stadt, hat eine Arbeitslosigkeit von 2,2%. Das ist Vollbeschäftigung. Da ringen eigentlich die Mittelständler mehr um Arbeitskräfte und um Fachkräfte, denn ein Heer von Arbeitslosen gibt es dann nicht. Ja. Ich will ja gar nicht verschweigen, dass es immer Leute gibt, die irgendwie mit der Entwicklung nicht mitkommen. Ich will ja gar nicht rechten drüber. Kann auch Altersarmut geben. Und die Tafel halte ich für eine gute Einrichtung. Aber insgesamt mit Grundsicherung funktioniert hier auch der Sozialstaat mit Wohngeld. Die Leute brauchen ja nicht verschämt zu sein, sondern beim Sozialamt diese Anträge zu stellen. Ich glaube, dass die Kosten des Lebens in Niederbayern auch noch niedriger sind. Wir haben eine vernünftige Krankenhausversorgung, ein städtisches Krankenhaus, ein Krankenhaus in Achdorf, in Rottenburg, in Vilsbiburg, in Dingolfing-Landau, große Klinik in Deckendorf, psychiatrische Einrichtungen. Wir haben auch keinen Mangel an Fachärzten, an Hausärzten. Also ich will es jetzt nicht übertreiben. He? Im Paradies sind wir noch nicht, aber nah dran. Ja. Das muss gehalten werden. Die Strukturen müssen ausgebaut und erhalten werden, sonst ist die Zulieferei sehr mittelfristig absehbar. Geht es dann den Bach runter, das Chemiedreieck jammert seit 20, 30 Jahren, will eine Anbindung. Aber in Landshut, in diesem schönen Gai, hat man auch Glück. Im Grunde ist das ja Ihr Flughafen, der Münchner. Kann man sagen, ja. Also natürlich, der Flughafen hat eine große Ausstrahlung und wenn er sich weiterentwickelt oder vielleicht ein großes Gewerbegebiet dort entsteht, die Arbeitskräfte, die man dort braucht, die kommen nicht aus München, denn der Arbeitsmarkt München ist ja sowieso leergefegt. Die werden dann eher aus dem Osten kommen. Das geht sicherlich bis an die Donau und natürlich auch ins Chemiedreieck. Das heißt also, das ist sicherlich eine gewisse Strecke, die man als Pendler zurücklegen muss. Aber der Flughafen ist sicherlich eine Jobmaschine, auch für ganz Niederbayern und für Ostbayern. Also da haben Sie es gut erwischt. Die Donau hat sich bei Ihnen auch gemäßigt verhalten. Also auch da ist die Flut woanders ganz fürchterlich dann über die Ufer gegangen. Die Isar ist erstmal in die Donau geflossen und dann wurde es zu viel. Ja. Also wir haben in Landshut da einigermaßen Glück gehabt mit der Flutmulde, die hat da viel aufgenommen. Aber ich meine, weil der Herr Huber das ja jetzt auch so angesprochen hat, von wegen die Kommunen stehen alle so gut da, nur Landshut hat halt ein bisschen finanzielle Probleme. Ich habe jetzt aktuell einen Fall aus Landshut sozusagen auf dem Schreibtisch liegen. Die Grundschule
Aulo Konradin, die möchten gerne erweitern, möchten auf ganztags umstellen, was ja einfach auch der modernen Zeit entspricht und den modernen Bedürfnissen. Und Tatsache ist, sie können es nicht machen, weil die Stadt Landshut das Geld nicht zur Verfügung stellen kann, eben aufgrund der Verschuldung, um die Umbaumaßnahmen zu finanzieren und dementsprechend auch nicht die Förderanträge einreichen kann. Also es ist schon so, dass durchaus auch Mangelverwaltung in manchen Stellen da ist. Wir haben ja, der Herr Huber hat ja vorher auch die Krankenhäuser angesprochen bei uns in der Region. Ich bin seit fast 18 Jahren im Verwaltungsrat von Lacomed, also von diesen drei Landkreiskrankenhäusern, Vilsbiburg, Achdorf und Rottenburg. Da ist es aber auch so, dass einfach die Finanzausstattung bei den Krankenhäusern nicht ausreichend ist. Das muss man einfach einmal feststellen. Letzten Endes zahlt der Landkreis und damit die Bürgerinnen und Bürger einfach auch immer jährlich Geld rein, damit der Standard, der da ist, gehalten werden kann oder verbessert werden kann. Und was halt gleichzeitig dann erschwerend hinzukommt, das sind halt dann die äußeren Rahmenbedingungen. Wir haben bei uns, unser Landkreis ist ein Flächenlandkreis, wir haben 35 Gemeinden. Das ÖPNV-System müsste verbessert werden, was natürlich auch wieder mit Finanzmitteln verbunden ist. Es ist nicht so einfach, dass man von der südlichsten Gemeinde im Landkreis einfach auch als älterer Mensch, ich meine, man spricht ja immer auch vom demografischen Wandel, dass man als älterer Mensch einfach mal so auf die Schnelle nach Landshut in die Stadt sozusagen fährt. Jetzt gibt es bei uns in Vilsbiburg ganz ein tolles Krankenhaus, das auch fachärztliche Leistungen angeboten hat. Die Fachärzte, denen sind die Ermächtigungen entzogen worden. Die dürfen also jetzt bestimmte Leistungen nicht mehr anbieten, was dann de facto bedeutet, dass wir Patienten haben, die eben zu Facharztuntersuchungen teilweise 35 Kilometer in die Stadt fahren müssen und das, wo es eigentlich vom Dorf raus nur einen Schulbus gibt. Das ist ja ein Strukturthema, das fast in ganz Bayern virulent ist. Die Dichte der Hausärztepraxen nimmt ab, das wissen wir. In manchen Regionen ist schon Notstand ausgerufen. Gibt es da ein Rezept? Wie sieht da die CSU dieses Thema? Also Notstand in unserem Bereich würde ich auf keinen Fall sagen. Bei Landshut, Stadt und Land spielt eine Rolle, dass die meisten Fachärzte in der Stadt sitzen. 80%. Das heißt, ja, 80%, glaube ich, ja. Und natürlich alle, die aus dem Landkreis sind, die müssen, wenn sie einen Facharzt brauchen, dann in die Stadt hinein. Wir haben schon mal versucht, Stadt und Landkreis zu trennen. Das ist eine Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung, nicht des Staates. Aber man sagt, ja gut, die Fachärzte sind gefragt, sind gesucht und die suchen natürlich eher das Umfeld der Stadt, als irgendwo in eine ländliche Gemeinde zu gehen. Vor allem muss man natürlich auch sagen, wenn ein Facharzt dann am Norden des Landkreises ist oder im Süden, dann verlängern sich für alle natürlich auch die Wege. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir eine ausreichend gute Versorgung, nur sie ist etwas stark zentriert auf Landshut Stadt selber. Die Krankenhäuser sind schwer in Ordnung und der Landkreis Landshut kann sich da auch einen gewissen Zuschuss leisten, denn er gehört zu den stärksten, finanzstärksten in ganz Bayern. Ja, das, ja doch, es ist das, schon so. Sie schauen so ungläubig. Das mag schon sein. Selbst unser Landkreis ist jetzt in den letzten Jahren nicht drum herumgekommen, praktisch die Kreisumlage regelmäßig zu erhöhen, um halt einfach die Aufgaben zu bewältigen. Eben auch zum Beispiel im Bereich der Krankenhäuser. Und natürlich haben wir das Geld ja immer ausgegeben, bloß man könnte es auch für etwas anderes verwenden. Wir haben in die Schulen die eine oder andere Umbaumaßnahme halt dann einfach auch verschoben, den Radwegeausbau jetzt ein bisschen eingedampft sozusagen, um halt einfach die anderen Aufgaben zu stemmen und zu bewältigen. Wir haben die Berufsschule gebaut, zusammen mit der Stadt Landshut. Aber man muss einmal sagen, gerade was der Landkreis Landshut zu Teil mit der Stadt zusammen leistet, ist ja ein Jahrhundertinvestitionsprogramm. Also Berufsschule haben wir schon gesagt, 100 Millionen, Gymnasium 30 Millionen. Dann hat man das Gymnasium in Vilsbiburg erweitert. Dann hat man die Realschule in Vilsbiburg erweitert.
auch in der Realschule im nördlichen Landkreis ist ausgebaut worden. Naja, zweimal haben wir alle ausgebaut. Zweimal, also jetzt muss man mal sagen, wenn man das zusammenrechnet, ja, dann kommen in einem Zeitraum von sagen wir 6 Jahren, einer Arbeitsperiode des Kreistages, 200 Millionen an Investitionen zustande, dann kommen die Straßen noch dazu. Ja, mein Gott, also jetzt muss man wirklich sagen, wenn man realistisch ist, würden sich viele Landkreise in Deutschland wahrscheinlich, sie würden jubeln, wenn sie auch nur annähernd so viel machen könnten. Aber man muss sagen, nicht alles geht von gestern auf heute. Manches muss man etwas strecken, aber der Landkreis hat auch viele Straßen gebaut, ist insgesamt in einem ganz hervorragenden Zustand. Und wenn man gelegentlich auf eine Investition wenn man ein bisschen warten muss, da geht wirklich die Welt nicht weiter. Und trotzdem soll es noch schneller gehen, höher, weiter und aber noch schneller und zwar im Internet. Richtig. Jetzt kann man fast vermuten, dass es schon sehr, sehr, sehr leistungsstark ist, die Breitbandversorgung bei Ihnen. Wo gibt es die Winkel, wo Sie am liebsten keine Druckerei ansiedeln würden oder kein IT-Beratungsunternehmen? Da gibt es genügend. Wir haben erst bei uns letzte Woche in der Gemeinderatssitzung über das Thema schnelles Internet gesprochen und eben die Flächen durchgeschaut, wo wir eben hingehen müssen. Ist ja dann, meine Heimatgemeinde hat 56 Ortsteile, nicht in jedem Ortsteil sind 5 Gewerbebetriebe ansässig und wenn man eben diese 30 Mbit als Grundversorgung erreichen möchte, dann ist ein Investitionsvolumen bei uns in der Gemeinde von rund 1,2 bis 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Es gibt 500.000 Euro an Fördermitteln, aber es ist für so eine relativ kleine Gemeinde schon eine Rieseninvestition, die mal da zu stemmen ist, um eine gewisse Grundversorgung für die Bevölkerung zu bieten. Und es hat ja auch was mit gleichwertigen Lebensverhältnissen zu tun. Okay. Mein Mann, der ist weltweit. Die Anträge waren auch ein bisschen komplex, nicht? Genau. Dieses in 19 langen Schritten schnellen Internet. Und das ist einfach für eine Kommune gar nicht so einfach zu bewältigen. Aber da ist die neue Wirtschaftsministerin, glaube ich, das hat sie sich ganz oben hingeschrieben. Was kann man denn tun? Also zunächst einmal, wir haben ja bereits ein Förderprogramm und Geld dafür steht zur Verfügung. Der Freistaat Bayern hat ja gesagt, er gibt bis zu 500 Millionen in der Förderung bis zum Jahr 2018. Vielleicht reicht es auch nicht, da muss man halt noch dazulegen. Also am Geld mangelt es im Moment nicht. Das Förderverfahren ist etwas umständlich. Optimierungsbedürftig. Ist verbesserungsbedürftig, ja. Und da sind wir ja gerade dabei. Es wird schon in Brüssel verhandelt, denn das ist alles genehmigungspflichtig, um es einmal ganz allgemein zu sagen. Und ich bin sicher, dass wir innerhalb der nächsten sagen wir, 3 Monate ein Förderprogramm haben, das noch effizienter ist, das leichter ist und das vielleicht auch noch höhere Fördersätze bringt. Ich bin auch der Meinung, die 500.000 pro Gemeinde reichen nicht. Gerade bei Flächengemeinden wird man mehr brauchen. Ich würde mir wünschen, dass man da auf 1 Million pro Gemeinde geht. Dann fällt es den Gemeinden auch leichter, natürlich das Ganze mitzufinanzieren. Und es ist dann eine Gemeinschaftsfinanzierung zwischen dem Investor, also einem Telekommunikationsunternehmen, und der Gemeinde bzw. dem Freistaat Bayern, so müsste das schon zu stemmen sein. Und das Ziel wäre ja, dass wir zum Jahr 2018 diese 30 bis 50 Megabit pro Sekunde erreichen. Und das ist super schnell. Nur eins sagen, was mich wundert. Wir haben ja bei 52% der Haushalte in Bayern diese Versorgung mit 50 Megabit pro Sekunde bereits. Aber nur 4% der Haushalte nehmen das in Anspruch. Weil natürlich dann auch höhere Monatskosten entstehen. Also die Flatrate, die hat man natürlich für sagen wir, einen etwas einfacheren Anschluss. Wenn man aber höhere Datenraten will und regelmäßig will, dann muss man heute mal nicht nur 19,90, sondern 29 oder vielleicht auch 50 Euro im Monat bezahlen. Die Leute wollen die modernste und schnellste Technik, aber nutzen sie dann nicht. Also da müsste man vielleicht auch noch sagen, es geht in der Finanzierung schneller, wenn mehr anschließen würden, weil dann natürlich mehr Geld reinkommt. Gewerbetreibende und kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen zahlen es gerne, weil die sind davon abhängig. Wie sehen Sie denn die Chance, Arbeitsplätze zu halten, zu generieren draußen in der Region? Also das ist sicherlich eine der großen Zukunftsaufgaben, dass wir sagen, neben den sagen wir, Infrastrukturmaßnahmen, Straße, Schiene, tritt heute die Datenautobahn, wenn man ganz allgemein sagt,
als wesentliche Voraussetzung für Standortqualität. Und da muss man natürlich sorgen dafür, dass praktisch in allen Gemeinden so Knotenpunkte entstehen, von denen man aus eine gute Versorgung dann haben kann. Also an dem sollte eigentlich kein Standort scheitern. Kreativland Bayern. Kreative nicht nach Berlin, sondern in die schöne Region, nach Bayern. Da ist die Lebensqualität, da gibt es noch eine Dorfwirtschaft, wenn es noch eine gibt. Was würden Sie empfehlen, um Arbeitsplätze nicht nur zu sichern, sondern vielleicht neue Gewerbetreibende anzusiedeln, Dienstleister? Ganz aktuelles Beispiel. Wir haben am Montag bei uns in der Kreisausschusssitzung über das Thema diskutiert. Wir haben ja in Landshut auch die Fachhochschule und da soll eben so ein Gründerzentrum angesiedelt werden, um halt einfach diese Digital Creatives, so heißt es, bei uns anzusiedeln und denen eben Möglichkeiten zu bieten, sich bei uns niederzulassen, Firmen zu gründen, Arbeitsplätze zu schaffen. Setzt natürlich auch wieder erstens ein attraktives Lebens- und Wohnumfeld voraus, bezahlbare Mieten setzt es natürlich auch voraus, kurze Wege eben auch für Familien mit Kindern. Also ich meine, die Familien wollen halt nicht, dass ihre Kinder von Haus aus die Perspektive haben, dass sie eine halbe Stunde Bus fahren müssen, bis zur nächsten weiterführenden Schule kommen. Und setzt aber auf alle Fälle natürlich auch voraus, dass eben ein guter Breitbandanschluss da ist. Weil insbesondere in dem Bereich der digitalen Kreativität wird es ganz eine große Rolle spielen, dass man die Daten schnell von A nach B transportiert. Mein Mann ist im internationalen Geschäft tätig, im Energiemanagement. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass eben die Daten, wenn Pläne von der Londoner U-Bahn bei uns in Pfäffenhausen reinkommen, die eben überprüft werden müssen und bearbeitet werden müssen, dann ist es einfach auch wichtig, dass die dann auch schnell wieder zurückgeschickt werden können und dass man das dann eben nicht mehr mit der Diskette macht oder mit einem USB-Stick, wie es halt einfach manchmal tatsächlich der Fall ist, weil halt das Internet zu langsam ist. Also die Zukunft soll schneller werden und es wird auch ein bisschen was kosten am Ende dieses Jahresabschlussgespräches bei Plenum TV. Habe ich ein Thema mir aufgehoben, das befasst sich mit Asylbewerbern in Landshut, in Bayern allgemein. Da gibt es Dschungelcamps, da gibt es die harte Linie, da gibt es andere. Wie ist denn die Situation der Asylbewerberunterkunft in Landshut? Wie würden Sie das beschreiben, Herr Huber? Der Landkreis hat in den vergangenen Jahren einiges getan, um zusätzliche Unterkünfte zu mobilisieren. Es ist auch ein Projekt, nämlich in Geisenhausen, gegen auch heftigen Widerstand vor Ort, auch realisiert worden von der Regierung, sodass man sagen kann, der Landkreis bietet im Moment die notwendige Zahl von Asylplätzen an. Die Frage wird sein, wie stark nehmen die Zahlen in den nächsten Jahren zu? Es ist ja zu befürchten, dass durch Bürgerkriegszustände wie in Syrien beispielsweise oder überhaupt die Unsicherheit im nördlichen Afrika der Zustrom noch größer wird. Wir werden eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung brauchen in Bayern. Wir brauchen eine Beschleunigung der Verfahren. Also das ist in der Tat so, wo wir in den nächsten Jahren einiges zu tun haben werden. Ja. Da sehe ich auf alle Fälle auch deutlichen Handlungsbedarf, sowohl für die Kommunalpolitiker vor Ort, aber auch für das bürgerschaftliche Engagement, für die Kirchen, aber natürlich eben auch für die Landespolitik. Wir haben im Landkreis Landshut einige dezentrale Unterbringungen. Das ist von der Regierung her nicht so positiv gesehen, von der Organisation. Wir haben dann eben in Geisenhausen die Gemeinschaftsunterkunft mit bis zu 150 Asylbewerbern eingerichtet, haben jetzt aber das Problem, da bin ich jetzt dann wieder bei den Finanzen, dass da viele Familien sich einquartiert haben oder einquartiert worden sind mit Kindern. Die Kinder sollen in den Kindergarten gehen. Die Kommune Geisenhausen hat ausreichend Kindergartenplätze für ihre eigenen Kinder, aber nicht für zusätzlich 150 neue Familien, die sich da angesiedelt haben. Und dann war eben der Wunsch oder die Idee von der Regierung, na, da muss halt Geisenhausen neue Kita-Plätze bauen oder schaffen. Ich meine, das kann eine Kommune nicht von heute auf morgen stemmen.
in der Nachbargemeinde in Vilsbiburg, die hatten noch freie Plätze, die haben gesagt, sie helfen aus, sie nehmen einen Teil dieser Asylbewerberkinder auf, damit die eben auch im Kindergarten sind, was ja für die Kinder auch ganz wichtig ist, dass die die Sprache lernen, dass die einen geregelten Tagesablauf haben. Und das Problem ist jetzt, die werden halt mit dem Bus gefahren, die Kinder, und die Busbeförderungskosten, wer soll die bezahlen? Es hat dann geheißen, das müssen die Eltern, also die Asylbewerber von ihrem Taschengeld müssen die Buskosten tragen. Das ist ja faktisch überhaupt nicht möglich, weil die Buskosten ja höher sind, als was die Eltern an Taschengeld bekommen. Und die Regierung hat die Beförderungskosten nicht übernommen. Ja, wer springt jetzt ein? Da dürfen wir jetzt drei Tipps abgeben. Der Landkreis Landshut. Also das ist, Licht und Schatten liegen da nah beieinander. Wir haben vorhin ja gerade attestiert, dass es sich um den reichsten und gesegnetsten Landstrich in Bayern handelt. Nahezu Vollbeschäftigung. Wie kann man solche wichtigen auch Themen wie Zuwanderung trotzdem in Würde und anständig lösen? Also ich glaube auch, dass man diese Beförderungskosten durch den Landkreis oder die beteiligten Gemeinden schon übernehmen kann. Also so, wenn wir sonst keine Probleme haben in diesem Bereich, dann ja, glaube ich... Das ist aber keine Pflichtaufgabe von der Kommune. Ja, eigentlich ist Sozialpolitik schon eine Aufgabe vor Ort. Auch die Landkreise haben auch einen hohen Sozialhilfeaufwand, sind dafür auch zuständig. Sie werden ja schrittweise auch entlastet durch den Bund. Grundsicherung übernimmt zum schönen Teil der Bund. Es soll ein Leistungsgesetz kommen, das den Bund und Bezirk auch entlastet. Das heißt also, sie sind nicht allein gelassen. Aber prinzipiell zu sagen, dass soziale Aufgaben nur Bund und Land zu leisten haben und der kommunale Bereich nicht, das entspricht jedenfalls nicht der traditionellen Aufgabenverteilung, sodass ich sagen muss, diese Kindergartenkosten, meinetwegen von Geisenhausen nach Vilsbiburg, die können das Haus nicht wegreißen. Insgesamt aber glaube ich, dass man in anderen Teilen Bayerns in Sachen Asylbewerber viel größere Probleme haben wird als im Landshuter Raum. Da scheint mir auch durch die Aktivität der Regierung jetzt ein vernünftiger Zustand gegeben zu sein. Und eins noch, die Familien, die dürfen jetzt raus aus der Gemeinschaftsunterkunft. Also dort, wo Familien mit Kindern sind, die dürfen auf dem freien Wohnungsmarkt sich eine Wohnung nehmen. Nur ist es natürlich auch da nicht ganz einfach. Viele Vermieter scheuen das auch etwa. Ja, sie wollen ja auch gesicherte Mieteinnahmen und ein entsprechendes Verhalten in einem Haus. Das heißt also, es müssen heute noch sehr viel mehr in Gemeinschaftsunterkünften bleiben, als rechtlich notwendig wäre. Aber irgendwie bringen wir das mit niederbayerischer Hilfsbereitschaft, Nachbarschaftshilfe und christlicher Einstellung schon hin. Aber Herr Huber, da muss ich jetzt schon einen Einwand bringen. Wenn Sie sagen, das kann sich der Landkreis leisten, dann muss ich mich jetzt aber schon wundern, dass unser Landrat, der Josef Eppmeder, der sehr lange auch Landtagsabgeordneter war, bei der Vorstellung von diesem Tagesordnungspunkt an die Politiker, an die Landtagspolitiker appelliert hat und gesagt hat, wir sollen uns doch wirklich auch dafür einsetzen, dass das letzten Endes anders geregelt wird und nicht am Landkreis hängen bleibt. Also da er ist von der gleichen Partei wie Sie, er war selber lange im Landtag und er sieht das als Landrat jetzt ganz anders. Das jetzt, das aber ist ehrlich immer gesagt so. Nicht. Im Moment, wo mein Amt wechselt, dann sieht man auch die Dinge manchmal anders. Ja. Aber das ist meinetwegen auch zwischen CSU, Landes-, Bundespolitikern und Kommunalpolitikern Diskussionen gibt. Das ist selbstverständlich gibt's bei der SPD auch. Bei der SPD gibt es nie Diskussionen. Ihr müsst jetzt die Sache mit dem Koalitionsvertrag hinbringen. Also, ich meine, nur die Dimension ist nicht so groß, dass man ein Weltthema daraus machen muss. Gibt es einen Wunsch? Es ist jetzt Jahresabschluss, da kann man sich was vornehmen, was wünschen. Wenn Sie beide einen Wunsch hätten für Ihre Region, für die nächsten Jahre, was wäre das wichtigste Thema Ihrer Meinung nach, das Sie gerne nach Wünschen beeinflussen könnten? Also ich darf mir wünschen, dass unsere 35 Gemeinden im Landkreis einfach auch in 10 Jahren noch so lebens- und liebenswert sind, wie sie es heute sind. Und die dörfliche und niederbayerische Struktur erhalten und trotzdem Landshut so als Kulturzentrum auch erhalten bleibt und finanziell auch wieder auf die Füße kommt. Klingt gut. Ich sage nur, ich würde zwei Dinge ergänzen, die aber ganz genau in die Richtung gehen. Einmal, wir brauchen die B15 neu.
das ist die Bundesstraße Regensburg-Landshut, ziemlich schnell. Und zweitens, ich würde mir wünschen, dass die Hochschule für angewandte Wissenschaften, also Fachhochschule Landshut, noch dynamischer wird in der Zukunft und viele Studienplätze auch anbietet für die gesamte Region. Da sind wir Männer wieder mit viel praktischeren Geschenken. Ich bedanke mich für Sie beide, dass Sie Zeit gefunden haben. Der Job im Landtag hat ja auch mal ein Ende in diesem Jahr. Es war eine harte Saison für Sie beide? Für die Frau Müller nicht, denn die ist ja ganz neu. Die Frau Müller hat Wahlkampf machen müssen. Die sind noch im Küken im Landtag. Ja. Jetzt kommt die Charmoffensive. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleiben Sie Plenum TV treu. Wir berichten für die bayerischen Lokalsender direkt aus dem Bayerischen Landtag.